Exiles, Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Woucher und mit dem Codeless. Jo, da haben wir einen riesen Aufriss gemacht wegen dem Gebet und ich habe das gar nicht erledigt. Müssen wir nach Sepamero heute noch. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas hatte ich vergessen. Tatsächlich, ne? Sind wir wieder los. Aber wir gehen jetzt hier nicht weg, bevor ich A, den Obelisk hole. Den hätte ich nämlich jetzt auch schon wieder fast vergessen. Dann gehen wir zum Fledermausturm. Die Jungs haben sich gut geschlagen. Und dann würde ich sagen, springen wir innerhalb der Folge heute auf jeden Fall noch rüber. Ja. Und erledigen in Sepamero das Gebet für die Punkte. Weil die sind echt, echt gute Punkte. Und wenn wir dann eh schon drüben sind. Wo waren der Obelisk, Leute? Da oben. Wenn wir dann eh schon drüben sind. Ich muss da jetzt nicht wirklich klettern, oder? Guck mal, hier ist dann wieder die Map vorbei. Also ich weiß nicht mehr, wie man da hinkam. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du hier stehen bleiben kurz? Jo. Hey, Nitschuke. Nitschuke, gell? Wie komme ich hin? Ich muss da nicht rüber klettern. Ich weiß, dass man da anders hinkam mal. Aber frag mich, wann das war und wie. Alterle. Das ist Superman. Ich dachte, wir spielen Code in Exiles. Ich kletter mal hoch und guck mal, ob ich den Obelisk krieg. Ist doch einer, oder? Müssen wir unsere Verderbnis demnächst mal wegmachen. Jo, ey, mir fällt immer wieder auf, die letzte Zeit, wo ich jetzt hier am Zocken bin, wie geil viel man da machen kann immer noch. Okay, Obelisk eingestellt. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, man kam da damals anders hoch. Aber gut. Scheinbar doch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir weiterkommen. Ich habe schon die nächste Säuberung im Hinterkopf. Ich will so viele tolle Sachen noch machen. Alter. Also als ob das jetzt nicht mehr dasselbe wäre, wie ich es kenne. Das schaffst du nie mit ein bisschen Ausdauer, Digga. Conless. Ach, guck. Hier kann man auch normal hochlaufen. Jo, also. Sorry, ich bin immer noch, stehe immer noch neben mir. Aber hauptsächlich, weil ich echt vergessen habe, das mit dem Gebet zu erledigen. Was hat mich denn da dieses Mal wieder abgelenkt? Ich weiß es. Wir haben mal wieder was gezähmt, gell? So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da hochkommen an dem Turm, ob das dasselbe Spiel wird. Wir reiten direkt rüber, würde ich sagen, oder? Pferdle, bring mich mal zum Fledermausturm. Ich hatte ja schon gesagt, ich weiß noch ungefähr, wo der war. Der müsste hier gewesen sein. Und da wir die Gegend jetzt noch nicht kennen und wir ja todesmutig sind, reiten wir jetzt bei denen einmal durchs Lager durch, würde ich sagen. Was heißt todesmutig ist es ja nicht. Es wäre eher im Eisgebiet oben. Ja Leute, Mensch, wir müssen im Eisgebiet ja dann natürlich auch irgendwo in der Nähe eines Obelisken so eine Zwischenbase haben. Wenn wir jetzt in Sepamero anfangen, die Handwerker zu holen, sollten wir da natürlich ordentlichen Rat aufstellen. Ach guck mal, hier ist auch direkt so ein Ding. Jui. Codeless, ich erinnere mich hier auch irgendwie an was, wo du mal runtergehüpft bist. Oh, shitty, Schmidti. Ich sollte ausmachen für heute. War schön, dass der Narkose auch mal mitkam. Warte mal, ich muss mich hier... Pferdle, es tut mir tierisch leid, wollte ich nicht so erschrecken. Gott sei Dank sind wir jetzt hier nicht im Eis gewesen, es wäre jetzt tot gewesen. Ach, die hat sich jetzt weggeportet hier. Konntest du bitte einmal das Schild hoch? Ausdauer, Voucher, Ausdauer! Du blutest mit 3 Stack, ne? Leg mich an der Kappe, Alter. Kurzer Augenblick. Das siehst du mal, was bei mir los ist, wenn ich mal verwirrt bin, richtig verwirrt bin. Ja, bis jetzt war das ja immer noch alles sehr human. Die ganzen Humanen, die müssen wir alle looten hier, die Jungs. Ja,
nimm den Schädel mit und die Mats hier. Bei euch alles gut? Beim Pferd alles gut? Warte mal, da war doch noch einer. Junge, 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 Junge. Und das alles nur wegen Sepamero, weil eigentlich war jetzt gar keine Aufnahme geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es nur dann eingefallen, dann denke ich, stopp. Ich weiß ja, dass die Herausforderung auch nochmal wiederkommt, aber ich hätte sie halt jetzt gerne gehabt, ne? Deswegen habe ich ja den Aufriss gemacht mit dem Ding. Das Schwefelkatzpalten hole ich mal selber. Das nehme ich mit. Da bin ich jetzt schon ein bisschen eigen. Hallo. Servusle. Ich habe da ein paar Schädel für euch. So. Drei Stück mal geschwind abgestaubt. Ein paar Obolusse, oder? Und es nimmt als wenigstens die Sache ein bisschen ernst, danke. Alter, dann machen wir es halt kurz weg, das Lager. Ausgetobt. Wo schießt denn der? So. Jetzt haben wir... Soll ich das Ganze als Outtake verpacken? Was meint ihr? Ich würde sagen, pass auf. Ich würde sagen, jetzt machen wir dafür den Rest der Folge sauber. Fledermausturm, dann lasse ich mal was einfallen, dass wir rüberkommen nach Sepamero. Dann schauen wir mal, ob wir noch was fürs Rad bekommen. Machen wir auf jeden Fall, das Einser bauen wir ab. Und demnächst gehen wir rüber mit ein paar Bauteilen und bauen uns dann einen schönen kleinen Stützpunkt für Handwerkerzähmen. So machen wir das. So, und ab jetzt läuft es sauber. Ich muss ja eh da außen rum, habe ich gerade gesehen. Ne? Schönes Camp habt ihr hier. Schönes Plätzle haben sie sich gesucht. Achtung, da ist gleich wieder einer. Wieso bin ich denn jetzt vom Pferd runter? Das ist mir noch nie passiert. Ausdauer, ne? Was hat er gesagt? Endlich? Pferdle, versuch mal mit mir hier rüber zu kommen. Ich will schon da hinten durch. Kann das sein, wenn ich ins Wasser springe mit dem Pferd? Schwimmt es dann nicht? Nö, ne? Es lag tatsächlich an der Ausdauer. Nö, das schwimmt wie ein Einser. So, lass mich mal gucken, wie weit sind wir denn jetzt schon? Ey, ja, wir sind ja schon fast da. Wir sind ja schon fast da. Und da ich mich so super auskenne auf der Map, hoffe ich, dass ich den richtigen Weg einschlage gerade. Also, habe ich euch überhaupt begrüßt? Exiles, Servus, meine Lieben, für den Fall, dass ich es vergessen habe. Ach, ich sag's dir. Aber jetzt läuft's, ne? Jo, guck mal, man kann sich auch mal so Kleinigkeiten hier, so einen kleinen Fehler erlauben. Weil wir gestern... Oh! Oh! Nee, nee, nee. Stückle. Stückle. Komm zu mir. Mama. Der Kohnles. Der alte Rabauke. Zack, mit dem Fuß auf die Stufe. Nicht ablenken lassen. Wo ist denn das jetzt hingehüpft? Ich sehe es nicht mehr, aber eins habe ich, ne? Das interessiert uns, ist nicht mein Kampf. Schluss. So, komm. Narkose, wir gehen weiter. Ich habe jetzt hauptsächlich angehalten, weil da mehr als eins war. Schnuffel! Du kannst mir. So, jetzt. Gib mir mal das abtrünnige Auge. Okay, also, nochmal, jetzt läuft alles gut. Hier hätte ich gar nicht lang gemusst, gell? Ist egal, wir laufen da hinten rum, das geht schon. Das ist er, das ist er. Wie kam ich da damals hoch? Du bist der Kohnles vom Wörthersee. Das ist der Turm, hundertprozentig. Sieht ja auch schon ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Ja, das ist er. So, Neinstasen. Steinnasen. Ich meine, ich bin damals hochgeklettert, aber ich glaube, als wir oben waren, haben wir festgestellt, hätte man nicht gemusst. Oder doch? Hier ist alles voll mit Feinden. Okay, hier geht es offensichtlich nirgends hoch. Und da oben stehen wir dann an der Brücke, wo es auch nicht hochgeht, ne? Wenn, dann kletter ich jetzt gleich nochmal hoch.
Ist halt die Frage, ob meine Thralls dann mit hochporten. Oder ob ich mich dann allein gegen die Fledermaus stellen muss. Weil die war ja jetzt auch nicht geschenkt, ne? So, ist natürlich klar, dass hier jemand ist. Hallo. Luft der Verwüster. Das habe ich halt meine Tage mit. Ich bin eher casual. Nee, aber da sind wir auch schon oben. Ja, guck mal, hier sitzen zwei Bänklern. Stehen hier zwei Bänklern. Ja, warte mal. Da ist doch schon wieder so ein Ding. Warte mal, da muss ich absteigen kurz. Also bin ich vorhin schon ein bisschen erschrocken, auch wenn ich gewusst habe, dass das ein Anfängercamp ist, wo dann so zu 5 bis 10 Stück auf dich zukommen, guckst du schon mal kurz. So. Ist ja auch ein bisschen gelevelt dann. Unsere Thralls freuen sich. So, was habt ihr mir hier? Kriegstanz gelernt, Leute. Wir haben den Kriegstanz gelernt. Ist doch cool, dass wir abgestiegen sind kurz, oder? Ja, habe ich mal gedacht, dass dir das gefällt. Jetzt lassen Sie mich nicht auf mein Pferd. Also, jetzt reite ich erstmal ganz kurz mit euch da hoch. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob da noch was war, was wir brauchen. Ist eigentlich ein cooler Spot hier, die Gegend. Du bist der Könles vom Brücken. Nee, ein Camper wohl offensichtlich hier oben. So, jetzt aber Vollspeed. Am besten ohne dir die Hufen zu verknacksen. Hier ist auch nochmal eine Steinnäsel. Boah, das liebe ich ja, wenn das dann so klitscht. Bei einem kleinen Stein. Ich weiß nicht mehr, wie wir hochkommen. Möglicherweise klettere ich jetzt einfach da hinten hoch. Könnt ihr aber euch gerne mal einbringen, wenn ihr wisst, ob es hier zum Beispiel eine Treppe nach oben gibt oder sowas. Ne, nee, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Ich nehme einfach da oben diesen einen Engpass, da kommen wir wahrscheinlich ziemlich gut hin. Wir müssen so kurz hier vorbeilaufen, wegmachen. Ich find's gut. So, Leute. Ich bin immer noch ich, ne? Hallo. Hier steige ich ab. Mach die kurz weg. Demnächst müssen wir mal gucken. Wir können ja noch gar keine epischen Waffen und so reparieren, ne? Wie haben wir das damals gemacht, das mit? Weil ich bin die ganze Zeit sehr unbesorgt mit dem Thema. Weil ich erinnere mich, dass wir das damals im Griff hatten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ihr seid doch jetzt alle schon Nümmerle aufgestiegen, ne? Seine Kampfausbildung hat deinem Getreuen eine große Beweglichkeit und Vitalität beschert. Ja, aber er ist eigentlich Stärke und Beweglichkeit gleich auf gewesen, ne? Dass er Vitalität dazu bekommen hat, finde ich gut. Durch das, dass er hier 43 Stärke hat, habe ich den Wert immer präferiert. Jetzt ist er allerdings hier. Ah ne, es ist plus 3. Naja, es ist halt nichts, was er wirklich bräuchte. Hier sind wir jetzt aktuell noch bei Stufe 12. Was ist denn das für Sound? Dein Getreu ist sehr flink und nimmt die Dinge, wie sie kommen. Plus 5. Hört ihr das auch? Ja. Ist ja interessant. Problem ist, dass das Pferd wahrscheinlich, wenn ich es hier abstelle, ziemlich schnell ein paar auf die Schnuffel kriegt, oder? Wenn ich da jetzt, obwohl ich gehe jetzt nicht aus der Renderdistanz raus, ich gehe nach oben. Ich nehme an, dass das anders sich auswirkt. Du versteckelst dich hier. Ihr zwei kommt hinterher geklettert, wenn das könnt. Ich meine, ihr könnt seit gestern auch schwimmen. Es gibt bestimmt irgendwo einen supergeilen Aufweg, wo kaum Probleme macht. So, den Stab aufladen. Dann bringe ich uns rüber nach Sepamero. Machen wir das Gebetsding, freuen uns über die Punkte, schalten frei, was wir können. Und dann würde ich behaupten...
Es ist voll cool mit dem Klanggrad, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet. Und dann würde ich sagen, wenn wir dann jetzt in Sepamero drüben sind, gehen wir uns noch ein bisschen was ins Rad holen. Aber ich freue mich jetzt schon aufs Runterklettern. Das mache ich jetzt wiederum gern. Das Hochklettern finde ich immer ein bisschen mühselig, auch wenn ich die Mechanik ziemlich geil finde. Aber das Runterfliegen und sich mit C irgendwo greifen, das feiere ich. So, wir sind oben. So schlimm war es gar nicht, gell? Du Angeber. Seit er die Beweglichkeitspunkte gekriegt hat, ne? Wo ist sein Kollege? Ah ja, alles klar, ne? So, pass auf. Ich hoffe, dass wir nicht da jetzt nochmal eine Lücke drin haben oder sowas. Turm der Fledermäuse. Unglaublich, aber wahr, wir sind angekommen. Das da oben ist... Es gab mal irgendwo sowas ähnliches wie ein Engpass, wo die dich dann nicht mehr erwischt hat, ne? Drücke E. Wo soll ich hier interagieren? Liegt wieder irgendwas auf dem Boden? Ich sehe es halt nicht, ne? So, pass auf. Ich laufe mal hier außen rum, mal gucken, ob es überhaupt getriggert wird. Ich glaube, das hier ist der Altar gewesen. Ja. So, jetzt pass auf, sie kommt. Warten wir? Die hat ja nur einen Totenkopf. Ich dachte, die wäre schlimmer. Jungs? Das falsche Ding rausgezogen. Die machen die alleine. Das falsche Ding habe ich rausgezogen hier. Wenn man das so nah am Rand kämpft, bin ich immer sehr vorsichtig. Geblockt habe ich, aber es hat mir viel gebracht. Wieder kein Schlafsack gesetzt. Letztens sah ich noch was von nicht lernen draus. Ja, macht sie fertig. Macht sie fertig, ist nicht mehr viel. Muss der Babakon lässt wieder helfen. Okay. So, 4 Scharwübelchen und müssten wir da jetzt normalerweise Albino-Fledermausblut oder sowas gekriegt haben, ne? Für den Altar. Dämonenblut. Ja, Albino-Fledermausblut. So, jetzt bin ich gespannt. War das hier der Altar überhaupt? Nie. Dann ist es hinter der Fledermaus. Dubi. Ja, ja, das passt doch. Passt ja. Muss ja nicht in jeder Runde Perfektion herrschen, oder? Ich bin total... Bin total durch. Altar der Fledermaus öffnen. So. Stab plus Blut ist Stab nach dem Blut. Wo haben wir unser Stäble? Also erstmal Fledermausblut. Stab. So, erweckt den Stab des Triumph, des Triumvirats. Okay, das dauert kurz, dann nehmen wir den mit. Den stellen wir dann daheim auf. Der redet ja mit einem und der führt dich auch so ein bisschen näher in die Geschichte ein, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, den mitzunehmen und an verschiedenen Biomen und Spots den aufzustellen und dann erzählt er dir auch ein bisschen was über die Story. Der ist nur nicht so gut drauf, der Stab, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß. Wir können ja mal kurz probieren, ob er hier schon was zu sagen hat, der Guderle. Gebäude ist hier nicht zulässig, also den darfst du nicht überall setzen. Hier dürfte ich ihn. Guck, jetzt kannst du mit ihm reden. Yes, yes! I live again! Oh, may the earth tremble at my coming! And all of that! Oh, hello! Ah, well... I have you to thank for awakening me, yes? Oh, you've done a very great thing.
My former masters were upset with my advice. I was thrown into that sewer in a fit of pique. Apparently, my endless wisdom was only at a premium when they were winning the war. Sehr geil. Ja, du kannst jetzt halt, ich glaube, der hat einiges an Sprachtext bekommen hier. Zurück ins Inventar. Erweckter Stab ist zurück. Jetzt gucke ich nochmal, welche Seite das Pferd stand. Ich glaube, da unten, gell? Und dann gehen wir rüber nach Sepamero. Ich glaube, das war schon hier. Ne? So. Perfekt. So ist es mit unserem Ziel erreichen. Leute, wir sehen uns drüben in der City, würde ich sagen. Und zwar schnurstracks dann in Richtung Gebet, ne? Den restlichen Weg machen wir gemeinsam, ist gleich da vorne wieder um die Ecke. Ich habe überlegt, wir gehen erst ganz kurz am Rad nach dem Rechten schauen. Dann gehen wir einmal die Strecke von gestern. War es gestern oder vorgestern, als wir den Named bekommen haben, den Gerber. Und dann gehen wir beten. Und dann haben wir soweit alles erledigt. Und wenn jetzt hier irgendwo Skorpione sind, mache ich die auch noch mit. Denn die Herausforderungen haben wir ja auch noch offen. Ey, ich dachte, ich habe das erledigt alles, ne? Aber jetzt bin ich wieder voll bei Sinnen. Und glaube ich, kriege jetzt alles voll in den Griff. So, Nashörnle. Der läuft natürlich noch. Der ist ja auch noch nicht wirklich lange drin. Stopp. So, Pferd, du bleibst hier, ne? Haben wir gesagt. Du bleibst hier. Ja gut, der läuft noch eine Weile. Aber guck mal, der ist gar nicht so weit weg mehr. Und wie war das hier? Dich nehmen wir mit heim, haben wir gesagt. Dich haben wir gesagt, nehmen wir mit heim. Und wahrscheinlich nicht nur dich, sondern auch alles, was dann hier drin ist. Und hier haben wir eine kleine Hyäne. Was wiegt? Das wiegt ja bestimmt nicht viel hier, ne? Die 4,3 Kilo machen wir so. Und das wiegt ja bestimmt auch nicht. Oder 15 Kilo immerhin. Und sein Essen kann ich ihm nicht rausmachen. Gut. Soweit alles klar. Der Schnitte. Na, vielleicht lassen wir sie hier neben der Schnitte dann mit. Meinst du, der hat wirklich so einen Vorteil, dass das so schnell jetzt ging im Verhältnis? Wahnsinn, gell? So, pass auf, meine Freunde. Ich muss hier ganz kurz einmal umschichten. Lassen wir mal ganz kurz die Päckchen hier. Ich habe die Keulen, das lassen wir hier. Leuchtstein lasse ich mal in den Taschen. Das darf ich nicht. Das erwartet natürlich hier meine Tänzerin zu Hause. Mal die Lappen da auch noch rüber. Drei Stück. Nehmen wir mal die Fesseln, oder? So, ich hoffe, du bist genauso gut drauf wie gestern. Und greifst mir nicht gleich wieder was an. Den Stab, den brauchen wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr. Auf geht's. Einmal rein, geguckt. Wenn ihr nehmt irgendwo, ist, nehmen wir ihn auf jeden Fall mit. Wir haben ja da vorne sehr viel Platz drin. Und dann gehen wir beten. Und nach dem Beten kann ich ja dann noch zwei, dreimal hin und her laufen. Vielleicht finde ich nochmal einen guten, ne? Dann habe ich jetzt hier meinen Namespot. Weil hier ist wirklich angenehm, einfach zu gucken, ohne dass du ein Meister... Was ist denn der Zuchtmeister Meister? Ist der dann ein T3er? Ist der dann ein T3er? Ja, klar, oder? Und die Named sind die Vierer. Zweier Kämpfer. Ja, das ist ja super angenehm. Besser, wie dass ich jetzt auf dem Schiff die ganze Zeit... Wobei, einmal würde ich noch auf das Schiff wollen, die Tage. Ich hätte gerne die Köchin nochmal. Mache ich vielleicht einen Schiffszusammenschnitt, bis die Köchin nochmal spawnt, Leute. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon den zweiten Named hier bekommen hatte. Auf der Geraden. Wer bist du? Kämpfer. Bogenschütze. Ich muss sagen, das macht Laune. Aber das werden wir jetzt nicht so machen, dass wir 10 Folgen haben, in denen ich da hin und her laufe. Ich werde ab und zu, wenn ich hier nach dem Rechten schaue, werde ich das machen. Wenn ich dann was finde, nehme ich euch natürlich dazu, ne? Dann schneide ich euch praktisch rein. Und da wir sowieso demnächst nochmal drüben sind und eine Base aufbauen. Eine kleine, also kein Riesending. So dass wir hier halt die Räder bedienen können und dass wir dann vielleicht sogar einen Kartenraum, möglicherweise einen Kartenraum noch dazu. So, was mit dir? Bist auch nix. Der da sitzt, der war ja auch nix. Aber verstärktes Leder, was so im Wasser hier rumliegen lassen, das nehmen wir natürlich mit.
Du hast noch nicht mal einen guten Kolben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit wir hintere laufen müssen. Ich mache es einfach so wie gestern und auf dem Rückweg schauen wir nochmal gemeinsam und dann bin ich zufrieden und glücklich. Dann kann es sein, dass ich nach der Runde nochmal mache. Ein, zwei Läufe. Weil so ist es am einfachsten. Klar, hast du nicht immer die Chance, aber alleine die Möglichkeit, das hier auf die Art zu machen, wenn man mal ein bisschen Bock hat. Sind das Böse hier? Ah ja, das waren die Jungs, wo der Typi hier an der Wand die Pfeile im Kopf hat. Gut, den letzten, den ich check, sind die drei und dann laufe ich den gleichen Weg zurück und dann gehen wir rüber und erledigen, was zu erledigen ist. Hier waren wir hier schon mal drin. Das Westmauer-Gefängnis, aber ich sehe keine goldenen Plaketten. Wobei das dann eher auch schon wieder Kämpfer hier sind, ne? Aber guck mal, das ist doch easy peasy erledigt, ne? Da läufst du kurz hier durch. Gefangener. Er hat einen Namen. Aber eher eine Nummer. Auf geht's. Vorne auf der Geraden gucken wir jetzt nochmal. Darf ich vorstellen? Iblis aus Zingara. Ein bisschen verwirrt bin ich jetzt schon, ne? Dass das hier so läuft. Das kann aber unter Umständen jetzt hier übler werden, als ich es mir... Aber es wäre halt eine Alchemistin, die nehmt. Ich lasse die jetzt nicht stehen. Das ist einfach jetzt auch dafür, weil ich letztens die Köchin verloren habe. So, gib mir mal die Heiltränke. Naja. Ich lock mich auf die hier ein und bumm. Oh, Mist. Ja, das ist jetzt klar, dass da jetzt viel los ist. Ich darf nur die Iblis selber nicht schlagen. Wir sind schon mal hier gestorben, ne? Nicht verbinden, Kohnles. Ja gut, aber wenn du so, wenn du so fragst. Der sieht auch aus wie ein Named hier, der rechte. Die haben halt mehr Leben und alles hier, ne, die Jungs und Mädels. Ich denke die ganze Zeit, da ist noch einer von meinen dabei. War es nicht? Oh, los, wenn du als dein Kolben nehmen würdest. Oh, die sind aber auch gut runtergebatscht, mein Lieber. Lass uns die Köchin noch schon wegrollern. Muss mal aufpassen, das Spiel nicht wieder hängt jetzt hier, ne? Ich habe nämlich das Gefühl, und ich glaube, einige von euch haben das auch in die Kommis geschrieben, wenn die so viele betäubt sind hier, kann das schon unter Umständen sein, dass das Spiel viel rechnen muss, ne? So, wir gucken. Was habe ich denn? Ach, du hast... Ja, du hast... Trink doch was, Kohnles. So, ich darf nur das Beten nicht vergessen, ja? Ja, cool, wir haben eine Alchemistin named, Leute. Unverdient, weil hier musst du dich ja trotzdem auch durchkämpfen, ne? Aber es... Im Moment dachte ich, ich habe was falsch gemacht.
Reicht mir das bis vor? Sind die billigen, gell? Wo ist er? Oh. Denk dran, dass deine Jungs hier nicht helfen können, die Betäubungsform. Nicht, dass der 1000 Züppler rausschnallst aus dem Rad. Lass mich nochmal angucken, ich genieße das ja wie Sau, gell? Der Ingo-Hammer? Ingo der Rächer? Ne, Inigo. Ist gebongt, der heißt jetzt Ingo. Und Iblis aus Zingara. Zingara ist eine Stadt, die aussieht von oben, wenn du guckst, wie eine Nase. Deswegen, Zinken. Zingara. Wollt ihr ja nur mal ein bisschen Geschichtsunterricht und so. So, komm her. Das heißt, wenn ich jetzt wieder reinlaufe, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wieder ein anderer dran steht, ne? Ja, aber das machen wir jetzt auch nicht in einer Tour, würde ich sagen. Aber so ab und zu gucke ich auf jeden Fall mal, ne? So, gib mir mal die zwei Dinger rüber. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir da nochmal rüberfinden, ohne dass ich die halbe Banditenherde pull. Ich lasse den nämlich den Kolben mal ausgerüstet. Bitte. Ah, da ist es. Ich dachte schon, ich habe jetzt zu lange rumgemacht. So, komm rüber. Das heißt aber, wenn ich auslog und wieder einlog, sind die roten weg. Solange die hier rumliegen, kann da natürlich nichts Neues spawnen. Ist aber nicht so tragisch, weil hier ist echt sehr, sehr viel. Wo war denn dieser Gebetshändler? Der war irgendwo hier am Rand, ne? Dass wir das endlich erledigt haben. Und an diesem einen Rand waren auch die Jungs. Ich glaube, das sind die Räuber, gell? Die ich schon zweimal gepullt habe. Dann haben wir aber heute alles besser gemacht. Aber wir sind auch noch nicht raus. So, hallo, mein Name ist Koneless. Ich komme hier zum Bete. Der da vorne sieht aber auch wichtig aus, ne? So hat der Rallye ungefähr ausgesehen, Leute. Guck mal. So sah der Rallye aus. Bis er in seine Rüstung eingebacken war. Hallo? Hat jemand von euch den Tempel gesehen? Ey, dann kann ja theoretisch die ganze City hier voll sein mit Named, ne? Also immer wieder mal ein anderer. Wo war denn dieser Tempel? Da ist der Conan drin. Komm, wir lassen uns kurz unsere Verderbnis wegtanzen, das bisschen. Ich habe das gerade mal hier abgekürzt. Ich habe es gefunden. Und noch viel cooler ist, dass man ja eigentlich nur auf die Map gucken muss. Ich habe nur tatsächlich noch nie wirklich die einzelnen Punkte angeguckt, ne? Tempelviertel. Aber das ist trotzdem nicht schlecht, dass ich mich noch ein bisschen verlaufen habe, denn jetzt habe ich fast alle Skorpione schon gemacht. Ich glaube, einer fehlt uns noch und da oben ist auch schon der Tempel. Und dann haben wir es erledigt. Und dann laufe ich vorne die Promenade morgen nochmal durch oder so. Wichtig ist, dass wir das jetzt soweit alles am Start haben, wie wir es wollten. Das sieht aber aus, als ob ich dich mitnehme. So, und was muss ich jetzt hier machen? Einfach hinstehen und beten, ne? Natürlich im Stehen ist ja nicht unser Gott. Okay, warte mal, ich muss das, glaube ich, ablegen, sonst geht's nicht. Ein bisschen Respekt. Jo, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wenigstens war es am Ende doch noch ein Highlight, dass ich das irgendwie geschafft habe. So, natürlich wie immer totales Chaos. Wir essen, wir trinken, wir holen uns die Punkte. Müssten wir jetzt theoretisch... Sind wir schon 18? Wahnsinn. Das ist halt der Hammer. Pilze sammeln, Skorpione besiegen, noch einen. Dann kriegen wir hier auch nochmal Punkte. Holen wir erst den Skorpion. Ich will aber noch ganz kurz hier einen ganz kleinen Blick, ganz kleinen Blick. Nur kurz hier in die Werkbank. Nee. Cholera auf der Straße. Sie spuckte... Wie nichts Gutes. Bogenschütze und Kämpfer. Also, machen wir den Skorpion noch draußen. Dann verabschiede ich mich. Und kurz nachdem ich mich verabschiede, laufe ich drüben nochmal nach einem Name gucken. Und falls da einer ist, kommt der nehmend in die Outtakes. Irgendwie kriegen wir es schon hin, ne? Tempelviertel. Na gut, hier könntest du ja theoretisch dir Priester holen, ne? Zweier Tänzer, der hier auf dem Dach steht. Ist Priester gleich Priester oder gibt es da auch Unterschiede?
Ah, nee, das ist da, wo der Conan ist. Oh, eine Gerberin wäre aber auch toll gewesen. Nur gut, man kann nicht alles haben. Vor allem brauchst du auch nicht alles auf einen Schlag. Was? Es macht halt leise wie Lotto spielen. Zu jedem, wo du hinläufst, könnte einer sein. So, dann renne ich mal ein bisschen langsamer, bin aber gleich vorbereitet. Ein Skorpion noch. Sehr, sehr schön. Muss ja nicht aufgeben und betäuben, ne? Gut, haben wir. Perfekt. Gehen wir zurück zum Pferd. Schau mal ganz kurz im Battle Pass noch die Sachen an und dann hole ich euch morgen wahrscheinlich zu Hause ab. Möchte ich unten die Bereiche auf jeden Fall ausformen. Ihr erinnert euch, wir hatten den Schmiedebereich versetzt und größere Grundfläche gebaut, weil wir neue Tools haben. Und da das für alle Sachen kommt, müssen wir da natürlich nochmal ran, ne? Dass wir die Grundflächen anpassen, dann schalten wir uns die neuen Sachen frei. Da freue ich mich sehr drauf. Dann bauen wir schon auch ein bisschen ein Auge auf die Fans, weil ich möchte demnächst unbedingt mit euch die nächste Säuberung reinholen. Aber bis dahin kümmern wir uns erstmal um unser Zuhause ein bisschen. Okay, also Herausforderungen haben wir gemeistert. Skorpione sind besiegt. Opsi, Pilze, hier eine Kopfgeldjagd, aber die werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Kugel herstellen, das wäre noch eine Idee. Religiöses Werkzeug, hätten wir mal mit Religion was gemacht. Gut, den nehme ich mit heim. Ja, habe ich mir jetzt überlegt, den nehmen wir mit heim. Und die andere, wo habe ich denn die? Habe ich die im Pferd gegeben? Ja. Die nehmen wir mit heim. Sie darf hier bleiben. Die kann man ja mal irgendwann ersetzen gegen einen Xellen oder einen Meister oder so. Das weiß ich noch nicht. Läuft aber trotzdem für mich schnell genug. Und wir sortieren jetzt dann hier aus. Das nehme ich alles mit. Was? So. Und verteile das und dann reite ich nach Hause und dann hole ich euch morgen drüben ab, ne? Die zwei Katzen, die wir da jetzt eingesammelt haben, die werden wir natürlich daheim schön an die Bases verteilen, ist doch klar. Das kann bleiben. Und du kriegst die beiden Kätzchen. Du kriegst die zwei Sachen. Und ich nehme da noch mit, solange ich noch was tragen kann. Stahlfeuer. Alchemist, die sollten wir auf jeden Fall Fledermaushaut. Glas würde ich noch mitnehmen. Und dieses abysialische Essen. So Leute, dann freue ich mich auf eine Runde morgen zu Hause. Und dann schauen wir mal, was wir alles anstellen. Danke fürs Dabeisein.